Nicht wieder da? Mein Programm ist gerade abgekackt. OBS ist tatsächlich gerade mal kurz flöten gegangen. Es lag ausnahmsweise mal nicht am Internet. Das ist ein Wunder. Das ist echt ein Wunder. Nein. Bin ich wieder da? Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, OBS will heute nicht mehr. Bin ich da? Hört mich irgendjemand? Kann mich irgendjemand hören? Kann jemand die Worte verstehen, die meinen Mund verlassen? Ah, danke. Das war die Antwort, die ich haben wollte. Also ich glaube, OBS will heute nicht mehr. Habe ich so das Gefühl. Also wenn es nochmal passieren sollte, dann bleibt der Stream aus. Ich habe auch gerade gar nichts gemacht, da hat sich einfach nur wieder neu verbunden. Beim Internet liegt es tatsächlich mal nicht. FF kann ich tatsächlich die ganze Zeit weiterzocken. Ich glaube, ich bin gleich tot. Nee, so noch nicht. Junge. Nicht mehr. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Okay. Geschenk. Was kriege ich gleich? Die anderen Mitglieder des Korps haben sich bereits im Palast eingefunden. Ich gehe schon mal vor und setze sie von eurer Ankunft in Kenntnis. Bitte kommt so schnell wie möglich nach. Nö. Da. Der Menschenmenge. Nee. Nee. Da. Ja, wir wollen eintreten. Sicher ist wie der Response Shot. Ja, sehr schön. Freut mich, dass ich helfen konnte.
Also wenn das die komplette Streitmacht, da ist der Nietzsche aber ganz schön wenig. Ah, da seid ihr ja. Entschuldigt, aber wir waren so frei, schon mal etwas vorzubereiten. Ja, wir haben ein bisschen gebraucht heute. Ein imposanter Anblick, nicht wahr? Das sind alle Vertreter, die von der Föderation für unsere überaus wichtige Mission zur Verfügung gestellt wurden. Wir kämpfen diesmal nicht nur für Eosea, sondern für die Zukunft der ganzen Welt, Garnemald mit eingeschlossen. Vieles hängt vom Erfolg des Ilsabad-Korps ab. Das tut es in der Tat. Und deshalb freut es mich so, euch hier zu sehen. Wer? Huch. Lucia. Hi. Großmeister Emmerich hat mir die Ehre zuteil werden lassen, mich als Vertreterin Ishgards zu entsenden. Warum kommt Emmerich nicht mit? Ich hoffe inständig, dass diese Unternehmung uns allen und auch meiner einstigen Heimat zum Guten gereichen wird. Wie mein Halliputzi ist. Was sollte schon schief gehen, wenn wir alle zusammenarbeiten? Halliputzi, Schatzi? Halliputzi, Schatzi. In der Tat. Lasst uns den Blick nach vorne richten, dann wird sich der Weg schon zeigen. Sicher brennt ihr darauf zu erfahren, wer sonst noch mit von der Partie ist. Was? Werte Anwesende, darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Wir sind vollzählig. Oh mein Gott, sind das nicht die von der Taumaturm-Gilde? Die Güte anzufangen? Wer ist das? Ist das nicht einer von Gridania da? Wenn man den die Whitebridge-Dings da macht? Seher und Anführer der Gridanischen Gesandtschaft. Ich bin auf Geheiß meiner Schwester Kanisenna, der ältesten Saatseherin hier. Unsere heilenden Kräfte sollen euch und allen, die Hilfe bedürfen, bei dieser Unternehmung Schutz gewähren. Dies sind die besten Druiden unserer Gilde und ihr Geleitschutz aus den erfahrensten Kämpfern der Bruderschaft. Mit einer fähigen Weißmagierin wie dir in unseren Reihen werden wir womöglich kaum zum Einsatz kommen, aber sicher ist sicher. Meine Schwester Raya O lässt dich übrigens herzlich grüßen. Jetzt? Ich bin keine Weißmagierin. Ja, ich hab den Job verkannt. Wer warst du nochmal? Wo kam der nochmal dran vor? Bei ihm weiß ich es tatsächlich gerade nicht. War eine Seacard. Kam der nochmal dran vor? Dann hast du mir keine Ahnung. Der Anführer der Henkershorde. Wer ist denn nochmal die Henkershorde? Sikard, ganz genau. Dank meiner peinlichen Vorstellung bin ich dir sicher noch gut in Erinnerung, was? Wer ist das? Der Name kommt mir bekannt vor, aber ich habe keine Ahnung, wer das ist. Warum ich trotzdem hier auftauche, fragst du dich? Na, weil es höchste Zeit ist, dass ich Hilfirs Bitten nachkomme. Und den Bitten des Admirals. Sigurd. Warum prügeln sich die Katzen da oben gerade? Das hätte meinen Ruf restlos ruiniert. Und außerdem, ein Pirat springt nicht über die Reling, nur weil der Seegang mal rauer ist. Okay, er hat irgendwas mit dem Satz zu tun. Kann mir mal irgendjemand von euch auf die Sprünge helfen? Irgendwer? Vielleicht mal so noch nebenbei? Weil die doch sowieso in die Zeit ist. Nur mit Fötchen und mit. Heute leveln, ne? Keine Angst.
Diesmal versuchen wir es nicht mit dem Bug durch die Welle, sondern auf die subtile Art, die wir uns ans Herz gelegt haben. Okay. Müssen wir das nochmal angucken. Ich habe ein paar Grobschmiede und Plattner mitgebracht. An Eisen herrscht in Garlemald schließlich kein Mangel. Die werden euch hämmern, was ihr braucht. Also nur keine Zurückhaltung. Für Schlagkraft im schmerzenden Sinne ist natürlich auch gesorgt. Also alles, was man von einem munteren Pioniertrupp erwarten kann. Es wäre super, wenn man mir das Ganze erklären könnte. Wenn es immer noch um den Typen geht. Ich hab echt keine Ahnung. Wie gesagt, er kommt mir bekannt vor. Auch der Name kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang. Ich hab keine Ahnung. Kennt du ihn? Ich habe ihn schon gesehen. Aber ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, sonst muss ich mir gucken, dass ich einen der alten Streams wiedersehe. Schlagkraft betrifft, auch aus Alamigo und Ulda ist auf Befehl von Oberkommandant Rauban und Sultana Nanamo Kampf der Piraten, die indem sie das Bier geklaut haben, gegen den Melvip ein Will hatte von dem Captain. Ah, das war die Szene, wo Melvip da auf dem Schiff war, oder? Und dann da gekämpft hat, oder? War das da? Okay, ja gut. Okay, dann weiß ich. Danke! Danke, Luna! okay, wir wollen erstmal raus. Viel Spaß noch und wünsche euch eine schöne Nacht. Ah, Team Pro, vielen, vielen lieben Dank. Und dir auch noch eine gute Nacht. Freut mich, dass du so lange im Lurk warst. Und nochmal reingeschaut hast. Eine wundervolle Nacht und ein schönes Wochenende. Das Chaos, das im Kaiserreich herrscht, wird unsere Mission nicht gerade erleichtern. Von den Telephoroi ganz zu schweigen. Doch keine Angst. Wenn euer Vormarsch zu stoppen droht, werden diese Männer und Frauen euch zur Seite stehen. Pipin und ich an erster Stelle. Du wirst uns also eine weitere Kostprobe deiner Kampfkraft geben? Gerne. Wobei ich fürchte, dass ich einer wütenden Hexe nicht das Wasser reichen kann. Wenn die Gerüchte stimmen. Lol. Was auch immer uns in Garlemald erwartet, mit Verbündeten wie euch werden wir unser Ziel schon erreichen. Und vielleicht herrscht dann endlich wieder Frieden auf der Welt. Dafür wollen wir kämpfen. Aus Ishgard begrüßt euch der Orden der Tempelritter. Wir sind eisiges Klima, wie es in Garlemald herrscht, gewohnt. Das dürfte sich im Kampf gegen die Telophoroi als hilfreich erweisen. Aus diesem Grund Das glaube ich dir. Ich werde mein Bestes geben, die Wobei wir ja rein theoretisch auch mit dir die Inni laufen könnten. Rein theoretisch. Wenn du das möchtest. Dann schon eine gute Nacht. Start ins Wochenende. Danke! Auf Vermittlung der vier Adelshäuser, insbesondere der Ayenat, haben sich uns zahlreiche Maschinisten angeschlossen. Ihr technisches Verständnis werden wir brauchen, wenn wir auf Magitek-Waffen und sonstiges Gerät der Galear stoßen. Sie werden ihre Kräfte mit den Schmieden und Plattnern aus Limsa Luminsa einen. Okay, mein Kopf versagt laut. Bei mir geht's sogar noch. Die Adligen sandten auch. Bei mir geht's sogar noch. Nein, ist das der Typ? Ja, genau, der Typ. Den ich bis jetzt noch nicht aussprechen kann. Ja, seid gegrüßt. War das nicht dieser Pipans, der Vertreter meines Alterwürdigen Lackaff und so?
Ja, der Typ, okay. Wir reden vom Gleichen. Über Nacht zu einem mächtigen Krieger geworden. Doch mein Bruder meinte, dies wäre eine ausgezeichnete... Der möchte... Ja, genau, der möchte gern Held. Und für Weltfrieden und all das zu kämpfen. In der Tat denke ich, dass ich mit den Galeanen... Ich krieg jetzt schon das Kotzen bei dem... ...schon umzugehen wüsste. Auf dem Schlachtfeld aber wohl eher weniger. Schönling. Bei deinen Pirouetten wird dem Gegner sicher schwindelig. Wie gesagt, die Nachtschicht steckt mit dem immer noch in den Knochen. Darf helfen da wirklich nicht wirklich, dass man ausruhen kann. Nee. Meine Busenfreundin, wie sie lebt und lebt. Überlass das getrost mir. Auch um des guten Honorar willen, der weint meine Rücke hart. Wie gesagt, falls du die Indie noch machen solltest, zumindest könnte ich ja mitkommen. Ansonsten geh rasch ins Bettchen. Schlaf ist wichtiger. Damit wären ja, aber Schlaf ist trotzdem wichtiger. Was bringt es dir, die Story zwar zu machen, aber wahrscheinlich die Hälfte nicht mehr richtig mitzukriegen, weil du so müde bist? Wie gesagt, nein, du willst halt die Indie noch unbedingt machen. Kann ich dir nur anbieten, dass zum Beispiel ich mitkomme. Ich weiß nicht, wie es mit Luna steht. Ich kann es dir halt noch bei mir anbieten. Ich weiß auch nicht, wie weit du da noch von entfernt bist. Die Osten haben Hilfe geschickt, die schon bald hier eintreffen sollte. Ob das die Shinobi sind? Bleib mindestens so lange wach, wie du live bist. Oh je. Schon freigeschalten hat. Da würde ich sie. Okay. Nein. Die sind unentbehrlich, um das Wahlgeschäft aufrechtzuerhalten. Doch Hien hat uns versichert, mindestens ebenso fähigen Ersatz zu schicken. Aus dem Weg, du Kalb eines lahmenden Steppensohn! Oh. War klar. Pferde ausgemacht, habe auch gemerkt, nicht mehr viel mitzukriegen von der Story bzw. den Gesprächen. Bitte entschuldigt die Verspätung. Die östlichen Verbände melden sich hier. Muss ich auch nicht. Die Story ist morgen auch noch da. Und übermorgen. Und übermorgen. Die ist jetzt wieder immer da. Sirina und so viele bekannte Gesichter. Was für eine schöne Überraschung. Bei uns in der Steppe hat sich natürlich keiner dieser Türme rausgetraut. Im Gegensatz zu Doma. Ich muss aber dringend mal wieder irgendwo Dampf ablassen. Ja, war klar. Also stellt mich in die erste Reihe. Lasst uns im Blut unserer Feinde baden. Beruhige dich bitte, Sado. Wir gehen in die Zeit nach wegen und nicht um ein Massaker so anzurichten. EC. Welch eine Ehre, mit du musst ja nicht durchhetzen. Ins Feld ziehen oder? Zu dürfen. Und wie ich sehe, seid ihr nicht allein. Meine Story ist doch da, um sie zu genießen. Und nicht um schnell möglich zu den Raids zu kommen. Auch Mitglieder von Lendes Träne, Dalmaskas Befreiungsarmee, haben uns begleitet. Und die Speerspitze des Busianischen Widerstands. Allesamt ausgewiesene Experten in Spionage und Sondierung. Na wunderbar, da brauche ich mir in der Kaiserstadt ja nicht alleine die Hackenwund zu laufen. Dalmaska, Bosja und auch Anamigo. Sie alle kennen das Leid einer galäischen Besatzung. Ich zweifle eure guten Absichten nicht an, möchte aber daran erinnern, dass unser oberstes Ziel ist, den Opfern der Teloforoi zu helfen. Mit anderen Worten, den Galeanen. Sicherlich wird es nicht allen leicht fallen. Wie lange sitzen wir jetzt in dieser als Szene? Ich hab echt keine Ahnung mehr gerade. Das ist schon zu lange hier. Allerdings, viele haben die Teilnahme an diesem Chor direkt abgelehnt. Und wer sollte es ihnen verübeln? Die meisten haben gegen Galemald gekämpft, solange sie sich erinnern können. Was ist da? Dem einstigen Feind die Hand zu reichen, ist nicht leicht. Da kann das Ziel noch so ehrbar sein.
der Kampf gegen das Kaiserreich hat uns auch etwas gelehrt. Nicht alle Galea sind Monster, die unsere Abscheu verdienen. Viele sind Opfer wie wir. Opfer höherer Umstände. Denkt an Fordula, bei der am Ende die Vernunft siegte. Und auch Sid, ohne den unsere Bemühungen ein ums andere Mal gescheitert wären. Und natürlich Maxima, der hier und heute an unserer Seite steht. Einer der Popularen, die Frieden mit Doma schließen und Galemalt reformieren wollten. Alle, die hier versammelt sind, eint dieses Gefühl von Gemeinsamkeit. Oder sie haben ganz nüchtern erkannt, dass es anders nicht geht. Es wird sicher nicht einfach, aber wir alle sind gewillt, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das tue ich nicht an den Anfang. Ja, denke ich mir halt auch gerade so, aber du bist halt gerade erst bei einer Level 81 Quest, glaube ich. Das ist alles, glaube ich, noch Level 81. Wenn ich es richtig gesehen habe. Also wir sind noch am Anfang. Aber ja, es wirkt echt wie das Ende und nicht wie der Anfang. Unser Ziel, die kaiserliche Hauptstadt Galemal, liegt im Norden des Kontinents Ilsabaad, jenseits des Zentralgebirges. Wo ich mir dann natürlich die Frage stelle, wie wird die Story dann bitte noch, wenn das jetzt hier schon direkt am Anfang passiert? Wovor man sich irgendwie so denkt, das passiert am Ende. Und Metallwerke auf dem Luftweg hinüberschaffen. So bleibt uns der beschwerlichste Teil der Reise erspart. Das ist nicht nur mir so geht, ja. Ganz bis Galemalt können wir aber nicht fliegen. Das würde sicher einen Angriff der Teleforoi provozieren. Da das Militär des Kaiserreichs größtenteils in ihrer Hand zu sein scheint, wäre es ihnen ein leichtes, uns mit Luftschiffen oder Störwellen abzufangen. Mein Vorschlag wäre deshalb, unsere Flotte in Magna Glacius landen zu lassen, einer weiten Schneeebene zwischen dem Zentralgebirge und der Hauptstadt. Das bedeutet zwar, dass wir dem Schneegestöber zu Fuß trotzen müssen, aber zum Glück gibt es Wege und Einrichtungen, die normalerweise für den Gütertransport benutzt werden. Außerdem ist das Gelände übersichtlich und Angreifer sind schon von Weitem zu erkennen. Das sollte uns die Verteidigung unserer Luftschiffe erleichtern. Ich muss gerade mal kurz was gucken. Das Pipin. Pipin ist da auch irgendwo, ja. Diese Sekunde ist kostbar. Unsere Landsleute werden in diesem Augenblick von den Teleforoi bedroht. Und auch die Galea leiden unter dem Chaos also, in ihrer Heimat. Ja, Pipin ist ein Lalafell, aber irgendwo hier habe ich ihn eben auch schon gesehen. Meine ich. Oder war das draußen noch? Da ist Pipin. Genau da. So, aber da ich jetzt dreimal ganz kurz wieder eingeschlafen bin, ist glaube ich besser für mich zu gehen. Ja, hast du mir richtig mehr zu viel. Hybrid, du gehst einfach erst pennen. Punkt. Ganz einfach. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wundervolle gute Nacht. Schön, dass du so lange durchgehalten hast. Hast heute auf jeden Fall einen tollen Job gemacht. Natürlich alle Mods, die da waren. Ist mir egal, ob du willst oder nicht. Du gehst jetzt. Es bringt doch nichts. Was bringt es dir jetzt hier zu sitzen, die ganze Zeit einzupennen und im Spiel nicht mehr aufpassen zu können? Ne? Bringt doch nichts. Außerdem, wie du noch schon sagst, das ist auch nicht gut für die Gesundheit. Ich bin auch noch da. Siehst du, ich bin sogar noch nicht mal allein. Ich habe immer noch zwei Mods an meiner Seite. So, also kann der eine Mod auch schlafen gehen. Also, ab in die Haia. Kusch dich. Ich will keine Widerrede hören. Sonst schicke ich Mappa los. Und Mappa schickt dich definitiv ins Bett. Nicht wahr, Mappa? Luna! No. Oh, warum habe ich nur ein gutes Gefühl bei der ganzen Sache?
Eigentlich wollten die Amajar und die anderen Stämme ebenfalls Truppen entsenden. Leider wurden viele von ihnen die kalten klimatischen Verhältnisse Galamalt nicht überleben. Und dann bestünde auch noch die Gefahr, dass Deloforoi sie entführte und sie dunkle Primae beschwören ließen. Letztendlich haben wir gemeinsam entschieden, dass sie weiterhin die Verteidigung ihrer eigenen Territorien übernehmen. Dass die meisten dafür Verständnis gezeigt haben, lag sicher aber auch an dem Vertrauen, das du zwischen uns und ihnen aufgebaut hast. Nun, vielleicht sollten wir langsam mit den Vorbereitungen beginnen. Zum Beispiel sollten Seelenwächter an die Repräsentanten der verschiedenen Gruppierungen verteilt werden. Möchtest du diese Aufgabe übernehmen? Nein? So, das ist jetzt hier nur die Verteilung der Dinger. Das lese ich jetzt auch sonst mal nicht vor. Nun, ja. Jetzt hätte ich das hier gerade nicht für wichtig. Zumindest kann ich sie einfach mal überfliegen. Dann kriege ich sie jetzt trotzdem mit. Oh Gott. Nein! So. Luna? Ich habe mal eine Frage. Beantworte sie nur mit Ja oder Nein, bitte. Ich weiß gar nicht, ob Luna das gerade mitgekriegt hat. Luna! Luna! Nathan hat gerade geschrieben. Er hat seine Vorlesung auf Level 14. Ist ein Spoiler bei ihm nicht. Ja, alles klar. Okay. Also einfach nur mit Ja oder Nein antworten. Bist du schon bei der zweiten Inni oder noch nicht? Also hast du die zweite Inni schon... Okay, gut. Dann bin ich wahrscheinlich noch... Ich bin wahrscheinlich noch relativ weit von dir entfernt, oder? Auch wieder nur mit Ja oder Nein bitte antworten. Was? Okay. Okay, gut. Mehr will ich gar nicht wissen. Wer ist der Chatverlauf? Ja? Nein, nein. Ja, ne? Spoiler vorbeugend, ne? Ich will halt einfach nur wissen, wie weit ich von dir entfernt bin. Und ich wollte eigentlich wissen, wie weit ich von der nächsten Inni entfernt bin, aber scheinbar bin ich noch sehr weit von der nächsten Inni entfernt. Deswegen. Ich hab grad so ein Inni-Fieber, weißt du? In mir glüht die Liebe oder die Sehnsucht nach einer Instanz. Also gut, dies ist unsere letzte Chance, vor Abflug noch Vorbereitungen zu treffen. Bedeutet nichts Gutes. Oyanger und ich sind von unserem letzten Ausflug nach Galamalt doch bestens versorgt. Nein! Ey, ich mach jetzt kein Hauptszenario mehr. Destinien meinte, seine Rüstung sei warm genug, wie auch immer das funktionieren soll. Die einzelnen Delegationen werden von ihren zwei jeweiligen staatlichen Gesellschaften eingekleidet. Vermutlich würden sie auch euch versorgen, wenn ihr darum bittet. Adi Raid, Normal Raid. MVP. Normal Raid würde ich mir noch gefallen lassen, der ist nicht so lang, aber Ali und Hauptszenario, nein. Nein, das dauert mir zu lange. Nein. Ich will Story machen. Ich will Story machen und ich will die nächste Story in ihr erleben. Aber das dauert noch. Ich krieg das Kotzen, dass es noch dauert. Ich
will die nächste Story, Inni. Braucht etwa jemand eine gute Schneiderin? Na, wer ist es diesmal? Tataru! Was machst du denn hier? Ihr solltet niemals mein Informationsnetzwerk unterstützen. Es ist doch Tataru, oder? Der hat hier einfach, ihr könnt einfach nach Isabar davon schleichen, ohne dass ich was davon mitkriege. Ha, falsch geraten. So, Tataru, oder? Ja. Ich bin nicht nur hier, um euch zu verabschieden, sondern habe es mir überdies auch nicht nehmen lassen, euch allen was auf den Leib zu schneidern. Und das werdet ihr gefälligst tragen. Überrascht mich immer wieder aufs Neue. Aber warum bist du auch so winterlich eingekleidet? Kommst du etwa mit? Natürlich nicht. Wo denkst du hin? Aber ich kann euch wohl schlecht wärmende Kleidung der höchsten Qualität anfertigen, wenn ich selbst nicht welche getragen habe, oder? Und es gibt noch was, das ich euch mit auf den Weg geben wollte. Meus und Blumen wieder sind endlich von ihren Aufträgen zurückgekehrt. Sie werden fürs Erste im Sonnenstein bleiben, um ein Auge auf die Entwicklung in Eosea zu haben. Da im Hauptquartier also für alles gesorgt ist, dachte ich, ich könnte euch vielleicht ein wenig in Schalayan zur Hand gehen. Eine wundervolle Idee. Rilo freut sich bestimmt, wenn du ihn bei Sesions Anex-Gesellschaft leistest. Dass ihr ein gutes Gespann seid, habt ihr ja schon bewiesen, als wir alle im Koma lagen. Es ist beruhigend zu wissen, dass ihr in Schalayan die Stellung haltet. Nicht wahr? Das habe ich mir auch gedacht. Wir halten euch den Rücken frei und passen auf, dass euch so etwas nicht nochmal passiert. Oh Gott. Also dann, ich werde schon bald nach Alt-Schalayan aufbrechen. Aber vorher werdet ihr natürlich noch ordentlich verabschiedet. Und zwar in meinen neuen Kleidern. Hoffentlich halten sie euch dort oben schön warm. Was ihr tut, ist wirklich mutig. All die Strapazen auf euch zu nehmen und die armen Leute in Galamalt vor den Teloforoi zu beschützen. Ich bete, dass es euch gelingt und ihr alle heil zu uns zurückkehrt. Danke, Tataru. Passt du auf dich gut auf. Nun sollten wir die anderen aber nicht länger warten lassen. Auf geht's. Mhm. Hier ist eine Winterkleidung. Ich hoffe, sie kratzt nicht zu sehr. Ah. Komplett nüchtern, kann das nicht beurteilen. Hat man nie gezählt, dass man da angetrunken sein muss, um dich hübsch zu nennen. Ich kann dazu nichts sagen. An sich ist jeder Mensch hübsch. Also, schön. Kommt doch immer mit auf den Charakter drauf an. Mutus. Danke. Ich kann einmal mit der Tau reden. Wir sind bei den 82ern angekommen. 82er Quest. Also gut, der Pilot des Luftschiffs sollte hier irgendwo auf euch warten. Ah, da ist er ja schon. Das ging schneller, als ich dachte. Na dann, hier trennen sich unsere Wege wohl. Pass gut auf dich auf, hörst du?
Ah, ein Seni. Achso, warte mal, das ist gerade dumm, was ich mache. Danke. Okay. Habe ich jetzt zwar einmal durchgeklickt, aber lol. Du hast mich vom Lesen bewahrt. Oh, aber ich ahne, dass das so enorm in die Hose gehen wird, ne? Ich befürchte, was kommt. Warst du das schon, Luna? Bitte nur mit Ja oder Nein antworten. Das Zentralgebirge, okay, welches Ilsa Ward teilt. Mit sicherer Hand steuerten die Kapitäne des Korps ja, darfst du. An seinen zerklüfteten Gipfeln vorbei. Wie viel Schwanke schwer Herz ist. Das ist gut. Ich weiß, du möchtest nicht gehen, aber du hast zu gehen. Das ist eine echt geile Mission. Oh, krieg ich die hin? Also jetzt noch in, ja, in Müdigkeit. Also Halbmüdigkeit. So müde bin ich noch gar nicht. Bin noch relativ fit. Überraschenderweise. Okay. Eisiger Wind. Auf Schlafen, Hybrid. Und kroch in die Knochen. Ein warmes Willkommen sieht anders aus. Muss sie nicht frieren in ihrer Rüstung? Er hat Winterkleidung an, nur ich nicht. Tankreds Spähtrupp hat sich gemeldet. Nicht weit von hier haben galäische Soldaten ein Feldlager errichtet. Sie sind schwer bewaffnet. Könnten es Überlebende des Bürgerkriegs sein? Ja, es sind ganz viel, wie so viel Wärmekissen. Dann schalte umwegs, dass es dann warm wird. Oh mein Gott. Vielleicht einige wunderbare Nacht. Schlacht auf und Konfrontation. Das war mir eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Man schreibt sich bzw. liest sich. Ja, schlaf schön. Denn morgen schönen Tag. Und dann lesen wir uns wahrscheinlich morgen und sehen und hören wahrscheinlich am Sonntag. Laut Maxima wird der Verband von Vergilia angeführt. Legatus der 3. Legion. Unter ihren Leuten sind allerdings auch Mitglieder der 1. Legion. Wenn ich mich recht entsinne, unterstützte die 3. Legion nach Kaiser Varys Tod dessen Cousin Nerva, nicht wahr? Die 1. Legion hingegen stärkte der Varys-Fraktion den Rücken und akzeptierte Nervas Machtansprüche nicht. Sie und die 3. Legion dürften also auf gegnerischen Seiten gekämpft haben. Richtig. Angeblich war es der Streit zwischen genau diesen beiden Lagern, der den Bürgerkrieg erst entfachen ließ. Dass zwei ehemals erbitterte Feinde Seite an Seite stehen, um das Kaiserreich zu verteidigen, kann eigentlich nur eins bedeuten. Mhm. Die Teloforoi haben sie in Besessene verwandelt. Und nun? Frontal drauf losstürmen und das Lager auseinandernehmen kommt vermutlich nicht in Frage, oder? Richtig. Auch wenn sie uns nicht willkommen heißen werden, sind sie doch Bürger Garlemals. Damit haben wir auch die Pflicht, sie zu beschützen. Kämpfe werden sich sicher nicht völlig vermeiden lassen, aber wir sollten uns bemühen, die Verluste auf beiden Seiten so gering wie möglich zu halten. Dann entwaffnen wir sie und nehmen sie gefangen. Leichter gesagt als getan, wenn die Kämpfe hitziger werden. Mhm. Unser guter Freund Tankred hat in dieser Hinsicht doch sicherlich schon einen Plan ersonnen. Das hat er in der Tat. Er und seine Späher haben sich an dem Posten vorbeigeschlichen und in einiger Entfernung ein Depot infiltriert. Dort werden sie das bereitstehende Kriegsgerät ausschalten. Und zwar zeitgleich. Wenn ihnen das gelingt, schneiden wir nicht nur den Nachschub für die Front ab, sondern zwingen vielleicht auch einen Teil der Truppen zum Rückzug. Der sieht ja nicht. Das sieht eigentlich wirklich nicht. Können wir unseren Plan weit besser in die Tat umsetzen.
Wir teilen uns in zwei Gruppen und warten auf Tankreds Signal. Der Hauptverband kämpft direkt an der Front, während der Tross ihn mit Nachschub versorgt. Wenn er dafür so groß war. Ah, schön. Wirklich schön. Die Mitglieder des Bundes sollten sich so aufteilen, dass beide Gruppen bestmöglich unterstützt werden. Dich als unsere stärkste Kraft möchte ich bitten, den Tross zu beschützen. Wenn es eng wird, hilfst du uns an der Front. Würdest du das übernehmen? Ja, ich glaube auch, Luna. Hyrule, vielen, vielen lieben Dank für 5 verschenkte Subs an die Community. Der Plan wird wie besprochen ausgeführt. Oh Gott, warte mal. An Osapa, Propanben, Blechwalze, Tanin und Suret. Vielen, vielen lieben Dank. Das klingt ganz nach Istola. Gut, sie soll ihr Feuerwerk bekommen. Lasst mich den Plan noch einmal erklären. Zum einen bringen wir Sprengladungen an dem hier stationierten Magitech-Gerät an. Die Zündung erfolgt im Anschluss koordiniert, also achtet darauf, dass nichts zu früh hochgeht. Zum anderen deaktivieren wir die automatischen Magitech-Einheiten über die Steuerkonsole. Damit sollten auch die Waffen streiken, die bereits an der Front sind. Nein! Wie geil! Schneetreiben bietet uns Sichtschutz. Ja, weiß, das ist einmal... Seid schnell, ne? Und haltet euch an den Plan. Aber wird es schon unwissentlich revanchiert. Aber natürlich. Ich laufe schließlich erst zur Hochform auf, wenn man mir völlig freie Hand lässt. Mhm. Wie du meinst. Pass aber gut auf dich auf.